Also da ist auf jeden Fall eine Gruppe, die uns nicht freundlich gesonnen sein wird. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Also werde ich die erstmal anpissen. Na los, raus mit den Schwertern und Zaubersprüchen. Ihr habt unsere Chefs verärgert und damit seid ihr zu weit gegangen. War doch klar, dass dieses Gesocks von Kopfgeldjägern das nicht schaffen würde. Gibt's nie den Zweitbesten ab, sage ich immer. Ihr geht besser beiseite, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Wollt ihr wissen, was ich immer sage? Stötet stets den, der eine große Klappe hat. Das ist es, was ich immer sage. Ich nehme nicht an, dass ihr nochmal darüber reden möchtet. Es gibt keinen Grund für ein Blutvergießen. Ihr geht besser beiseite, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ich weiß genau, was gut für mich ist, und zwar euch zu töten und dafür eine ganze Menge Gold zu kassieren. Das halte ich für gut. Die anderen denken genauso und das sind schließlich die Stimmen, die zählen. So, dann ziehen wir uns zurück. Ihr habt geläutet. Jetzt rette ich die Lage. Nera. Okay, es hat keiner Lust. Ja, wie ihr wünscht. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Aha. Wie kann ich helfen? Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Roter Feuerschild. Stiefel. Ein Trank. Schildenbericht. Plattenpanzer. Geld. Geld. So, Plattenpanzer. Falorians Panzer. Zu schwach. Wäre schlechter als der, den du im Augenblick trägst. Ja. Sieben Meilenstiefel. Für Safana, dass sie vorrennen kann. Wir müssen wieder eure Dienste in Anspruch nehmen, Drastus. Wir rechnen mit einem Angriff auf unsere Mine im Mantelwald. Ihr sollt Daveron dorthin begleiten und aufpassen, dass niemand, der töricht genug ist, euch herausfordern, in die Minen eindringt oder einen Angriff startet. Ihr bekommt dafür den doppelten Lohn und wenn alles gut ausgeht, dürft ihr euch auf weitere Zuwendungen freuen. Ielta. Trank der Frostriesenstärke. Robe des Reisenden. Und eine Kälteschutzrobe. Eine Robe des Reisenden müsste sie ja schon tragen, gell? Ja. Und das ist einfach nur ein Morgenstern plus 1. Okay. Versuchen wir es gerade nochmal näher. Dankeschön. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Dann gucken wir mal, wer wohnt hier drin. Das wird kein schneller Tod. War irgendwie klar, dass hier drin. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz. Wenn das euer Wunsch ist. Geld und Edelstein und ein Trank. Das ist wieder ein Trank der Freiheit, gell? Nee, Magieschild. Ich befinde mich in Seen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bitte tötet mich nicht. Ich sage euch ja schon, wo die Mine ist. Ja, die wollen. Das will ich tun, wenn ihr mir nur mein Leben lasst. Der Eingang befindet sich im östlichen Gebäude. Tut mir nichts, bitte. Für wenn das euer Wunsch ist.
Also ja, wir haben hier nur die Baracken erwischt. Geld. 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 Und nochmal Geld. Ja, wie ihr wünscht. Hm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Ich fühle mich so sehr. Aber natürlich, Schätzchen. So, im Schatten verstecken ist gelungen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, eine Wache und dann können wir in die Minen. Ja, und den Rest der Insel können wir leider nicht erkunden. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah, noch mehr von der Sorte. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Noch mehr Geld. Und ja, hier drin ist nichts. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. So, willkommen in der Mine. Für mit Vergnügen. Ihr hasst die Mime der flammende Faust. Ihr seid die Schweinehunde, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Mine nicht mehr arbeitet. Ihr seid an den falschen Ort gekommen, Freunde. Ich bin ein ganz fieser Hurensohn und werde euch kurz und klein dreschen. Na, in Ordnung. Sagt an. Sicher. Versucht Schritt zu halten. Das wird kein schneller Tod. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, die hier unten sind schlechter ausgerüstet als die Wächter oben. Jedenfalls der eine Wächter. Mit Vergnügen. Worum geht, wie ihr wünscht? Wächter, Wächter, Anson spricht schlecht von Daveron. Wartet, ihr seid keine Wächter. Ah, Wächter, Wächter. Farbe. Es gibt zwei Gründe, warum ich diese Hacke gegen diese Felsen schlage. Möchtet ihr sie hören? Ja. Erstens, weil ich mir vorstelle, dieser Felsen sei der Schädel meines Wächters. Zweitens, weil der schwache Funke, der meiner Mühe entspringt, das einzige Licht ist, das ich jemals wiedersehen werde. Wenn ihr ein neuer Sklave seid, wie ich es einst war, lernt ihr diese einfache Wahrheit schnell genug. Das sind keine schwarzen Krallen. Nein, hier sind ja allgemein keine Räuber an der Arbeit. Wer seid ihr denn nun? Wollt ihr Eisen kaufen oder was? Ach, egal. Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir vielleicht einen Rat geben. Meine Frau beschwert sich in letzter Zeit vor allem über unser Nachtleben. Naja, bei all dem Stress und Ärger in letzter Zeit fehlt meinem Maibaum etwas an Standfestigkeit, wenn ihr wisst, was ich meine. Warum bei den neuen Höllen steht ja eine solche Frage? Tut mir leid, wir können euch keinen Rat geben. Nun, ihr könntet etwas mehr frische Luft schnappen. Vielleicht liegt es an den Dämpfen hier in der Mine. Hey, warte mal einen Moment. Jetzt erkenne ich euch. Ihr seid diese Typen, die den ganzen Ärger in letzter Zeit verursacht haben. Ergebt euch auf der Stelle. Nein. Tach. Rettet mich, edler Herr. Bitte. Wenn ihr mich freilasst, dann erfahrt ihr von mir, wie man es anstellt, dass diese ganze Mine dem feisten Sklaventreiner über die Oben fliegt.
Lassen euch frei und erzählt uns, was ihr wisst. Also, dann hört mal gut zu. Ihr könnt diese Dämmlake ganz einfach reinlegen. Hier neben mir ist ein Stöpsel aus Stahl, der einen Zugang zum Fluss verschließt. Wenn ihr den Stöpsel löst, steht bitte kurzer Zeit die ganze Mine unter Wasser. Der Herr der Mine hat letztendlich einen Schlüssel zum Öffnen des Stöpsels, mit dem es sich gut Kirschen essen. Wenn ihr mir den Schlüssel bringen würdet, könnte ich damit die Mine überfluten. Woher wisst ihr, wie dieser Schlüssel funktioniert? Da ist ein Zwerg auf der zweiten Minenebene. Er heißt Jeslik und er ist der letzte Überlebende des Clans, der hier gewohnt hat. Er hat den Stöpsel unter Todesandrohung für den Herrn der Mine entworfen. Ich habe das letzte Mal mit ihm gesprochen, als ich wegen schlechten Betragens in die Zellen musste. Alles klar, wir versuchen den Schlüssel zu finden. Gut, wenn ihr noch nicht in den Unterebenen wart, versucht einen Mann namens Red zu finden. Er ist ein guter Freund von mir und ihm wird wohl ein Plan einfallen, wie wir alle Sklaven in Sicherheit bringen können. Später dann und lasst euch nicht umbringen. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Ja. Blutung der Mantelwaldminen. Ein Sklave in den Mantelwaldminen erzählte mir vor einem Weg, die Mine zu zerstören. Ein Stahlstöpsel blockiert den Lauf eines unterirdischen Flusses. Wenn man den Stöpsel herauszöge, würde das Wasser die gesamte Mine überschwemmen. Nur der Herr der Mine hat den Schlüssel für diesen Stöpsel. Ich habe eine Methode zur Unterbrechung der Minenarbeit im Mantelwald gefunden. Ich muss den Stöpsel entfernen, der verhindert, dass Wasser in die Mine eindringt und sie überflutet. Den Stöpsel zu entfernen wird allerdings keine einfache Angelegenheit, da er magisch versiegelt ist. Ich sollte den Minen nach demjenigen suchen, der dieses Siegel geschaffen hat. Tipan. Was geht hier vor? Ihr gehört nicht zu den Wachen. Nein, gehören wir nicht. Schlagt euch nach oben durch und flieht, solange ihr noch Zeit habt. Wir kümmern uns hier unten um den Rest. Nein, gehören wir nicht. Was ist das für ein Ort und wer hält euch unter dieser abscheulichen Bedingung hier gefangen? Der Magier Deveron hat uns hier versklavt und gezwungen, wie Ratten in diesem dreckigen Höhlen zu leben. Und wozu, um Eisen abzubauen, das wäre es das Letzte, das im Herzen der Reiche noch übrig ist. Ich würde ihm glatt den Kopf von den Schultern reißen, wenn ich die Kraft dazu hätte. Ja, noch mehr Bergarbeiter. Bitte. Noch so ein abgewackter Söldner. Ihr könnt mir ja nichts mehr. Ich habe genug für euch und euren eisernen Thronherrschaften geschuftet. Los, bringt es hinter euch. Mein Leben ist mir Schnuppe. Wir stehen euch gern zu Diensten. Wir können keinen Ärger gebrauchen. Ich nehme an, es handelt sich um eine Verwechslung. Wir nehmen den Eisenthron nicht. Wir wollen ihn stürzen. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Hältst mich für blöde? Hast du ein paar Schafe, denen du das erzählen kannst? Ich hab's satt, deine Schauspielgeschichten weiter anhören zu müssen. Mit Drizzt nehme ich sogar auf, wenn ihr mir beide Arme auf den Rücken bindet. Ja, das will ich sehen. Ihr da, was sucht ihr in diesem Bereich? Ergebt euch auf der Stelle. Wir geben auf. Das glauben wir nicht. Ihr werdet jetzt sterben, kleiner Wächter. Ihr würdet euch nicht etwa einen Mann mit Frau und 10 Kinder töten wollen, oder? Auf keinen Fall, das Schicksal ist jetzt schon schlimmer als der Tod. Ich danke euch, dass ihr mich verschont habt. Ja, verschwinde, du Vollhonk. Mit Drizzt würde ich es aufnehmen. Aber gleichzeitig... Nein, bitte töte mich nicht. Mami, ich hab Kinder. Wer hängt da unten fest? Jai, möge die Dunkelheit herrschen. Ja? Wie ihr wünscht. So. Gut, jetzt würde ich aber sagen, ist es mal wieder Zeit zu speichern. Ah, das ist jetzt Let's Play 18. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.